So, willkommen hier im Stream von Adobe Music, von Adobe. Und wir sind hier bei Uncharted 4, Part 9, Folge 9 von Uncharted 4, Thief's End. Ich spreche das falsch aus, ich kann nicht so gut aussprechen, Englisch. Mein Lehrer hat schon damals gesagt, irgendwie, sehr erfahren, Sie können nicht. Oh, jetzt habe ich meinen Nachnamen gesagt, scheiße. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, sie können nicht so gut Englisch aussprechen. Naja. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Ich musste hier ein Stück vorwärts spielen, so. Keine Ahnung, weil. Also nochmal spielen, weil das nicht richtig gespeichert wurde. Jetzt müssen wir aber hier, glaube ich. Ja, keine Munition ist voll. Was machen wir hier? Da ist nirgendwo was zum Klettern. Hier wahrscheinlich, ne? Nee, ich will lieber die AK. Hier sind wir wieder da. Hier geht's hoch. Ach so, das ist da drüber. Ich weiß nicht. Ist er da unten hin? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier. Ah, da ist es. Hey, Vorsicht. Könnte nach der Explosion instabil sein. Wer gräbt denn mit Dynamit? Söldner. Aber Rafe weiß es eigentlich besser. Hey, Sam, hilf mir mal. Was, wenn das die einzige Stütze des Tunnels ist? Dann tut es mir leid. Okay. Los. Siehst du? Kein Problem. Ja, endlich mal. Okay. Nathan, hier geht's. Hier liegt nichts. So, was haben wir hier? Die auf dich stabil? Stabil genug. Okay, eine Plank. Sei bei dem super vorsichtig. Oh, hey, da unten. Alte piratenmäßige Schiffe. Das sieht alles gut aus. Sehr gut. Ich hab das schon von. Weißt du noch, super vorsichtig.
Danke. Okay. Oh, okay, alles gut. Alles gut. Water Wheel Fob, Wasserrad als Antrieb, Aufzugssystem, versunkenes Schiff, absichtlich versenkt, haben sie ihre Schätze aufgeschafft und die Schiffe versenkt, um den Eingang zu verbergen, Piratenweg. Eventuell haben wir keinen Empfang. Mach dir keine Sorgen. Gut. Ich lasse für euch das Licht an. Okay. Ich melde mich. Ja, da sind wir schon. Geschafft. Ein ziemlicher Umweg. Mal sehen, was Avery hinterlassen hat. Ja, bitte. Von da sind wir gekommen, ne? Okay. Und hier ist das Kreuz. So Schorleinschweine waren direkt neben der Höhle. Ja, aber wir sind wohl die Ersten hier drin. Oh, kalt. Oh. Da tut's mir in den Füßen weh, ne? Komm, hier durch. Zum Glück habe ich nur leicht gefrühstückt. Bleib nicht kleben, ne? Gruselige Dismas-Statuen, na klar. Steinstufen, na klar. Kann man da dran lecken mit der Zunge? Piratenhöhle. Ich habe keine Taste gefunden für Zunge ausstrecken. Oh, ist das eine Tür? Sieht ganz danach aus. Ja, steck mal deine Hand da rein. Sieh dir das an. Etwas glitschig. Hier drin ist ein Griff oder sowas. Na dann zieh mal dran. Was? Und wenn es eine Falle ist? Du bist doch schon drin. Was kann denn schon passieren? Ich verliere meine Hand. Dann kriegst du einen Haken. Dann kriegst du einen Haken. Er veräppelt ihn voll. Okay, dann mal los. Ernsthaft? Henry Avery's Grab, Alter. Interessante Einrichtung. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. Tja, ich nehme an, Avery war ein besserer Pirat als Dichter. Das ist nicht von Avery. Was meinst du? Hier. Das ist der Rhode Island Pirat. Thomas Tu? Ja, aber er kann es nicht sein. Ich meine, das ist zwar sein Siegel, aber Tu starb beim Angriff derselben Schatzflotte wie Avery. Ja, zumindest heißt es so in den Geschichten. Falls das wirklich Tus Zeichen ist, was hat er dann mit all dem hier zu tun? Eine verdammt gute Frage. Wer würdig ist? Was glaubst du, wer diese Typen sind? Die unwürdig sind, denke ich. Ich glaube, Avery oder Thomas Tu wird uns nur Angst machen. Zum Glück sind wir knallharte Schatzsucher. Zum Glück. TFs Siegel, was macht er in Schottland? Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Wer unwürdig ist, für den wird das Schicksal fies. For those who prove worthy, paradise awaits. For those who prove
fails, false, behold your grim fate. Oh, kann man hier noch irgendwas abgreifen? Das ist kein Rätsel oder was? Nicht nur hier lang. Oh, über diese marode Brücke. Die Brücke wirkt so sicher wie die andere. Bis jetzt hat sie gehalten. Ja, jumped up mit voller Wucht. Okay. Sie hält. Los! Diese Brücken sind nicht vorschriftsmäßig gebaut. Aber klar doch. Datenvorschrift. Nicht schlecht. Okay, das war mal ein Weg. Ja, da oben. Da sind mehr Steinbögen. Oh nein. Ich habe jetzt noch Steine im Schuh vom Rutschen. Mit Avery erbaut. Ich verstehe das nicht. Ach, ich auch nicht. Avery versteckt seinen Schatz. Warum weiht er einen anderen Piraten ein? Vielleicht war der für ihn Teil seiner Mannschaft. Vielleicht hat er ihm so ein Dismas-Kreuz geschickt. Ja, vielleicht hat Tu den Schatz eingesackt. Sag das bitte nicht. Ja, wir werden es bald herausfinden. Also zurück gehen wir nicht da lang. Wenigstens sind wir nicht in eine Grube gefallen oder so. Das ist raffiniert. Kann man wohl sagen. Ein Hebel. Ja, ich zieh nur schnell die Hand daraus. Oh. Himmel. Ein ziemlich ausgeklügelter Test. Prüfer. Ja. Und der Typ hat wohl nicht bestanden. Machen wir es besser. Da unten, da ist etwas. Ein Eimer. Okay. Was jetzt? Wir brauchen Wasser. Wenn schon einmal, dann brauchen wir auch Wasser. Und da haben wir schon Wasser. Da. War voll. Gut, gib ihn mir hoch. Stell ihn zurück auf das große Rad. Hey, mal sehen, wofür die Räder sind. Okay, ich glaube, ich weiß, was hier los ist. Ist da was mit den drei Kreuzen? Ja, das sind Jesus, unser guter Dieb Dismas und der böse Dieb Gestas. Dann ist das weiße Kreuz Dismas. Und das schwarze ist Gestas. Na also. Hey Sam, war Dismas links von Jesus? Guckst du von vorne oder von hinten drauf? Von vorne. Dann war er links. Okay, das habe ich auch. Also.
weißes Kreuz links. So. Und schwarzes Kreuz. Nee, Quatsch. Ach so. Ich hab schon komplett versaut. Hey, wo hat sich was bewegt, als du den Eimer draufgestellt hast? Ein Kanal verläuft vom Mechanismus zur Tür. Okay. Eimer oben ist also gut. Lass ihn da. Och man, ich benutze mal den falschen Stick. So. Ach, es ist so, ich habe das komplett versaut. Oh Gott, ey. Das schwarze Kreuz muss doch nach rechts. Jetzt haben wir wieder mit dem Weißen hier. Schwarze muss nach rechts. So. Das Weiße muss nach links. Und so. Und das war's? Du könntest am Hebel ziehen. Könnte ich. Ziehst du dann am Hebel? Oh nein, diese Ehre will ich dir auf keinen Fall nehmen. Natürlich. Kurz gucken hier. Spieß.
Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Ein Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Und tot. Das ist doch nicht wahr. Wenn das also ein Test war, was wurde dann genau getestet? Einen Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Kein allzu schwerer Test. Vielleicht ist das nicht der einzige. Links besser, ne? Wow, sei vorsichtig. Oh Gott, das ist... So wahr ich hier stehe, sieh dir das an. Wir sind direkt unter der Kathedrale. Meinst du, Rafe und Nadine wissen, dass das hier direkt unter ihnen ist? Tja, mit genug Sprengstoff finden sie es irgendwann heraus. Die bohren sich durch den Berg. So, so. Okay, wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Okay, ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer da zu kommen. Gute Idee. Welche Mauer? Wo sind wir überhaupt? Hier oben, Nathan. Ach, da. Nicht leicht, oder? Es war bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Die brauchen, glaube ich, zu spät dran. Glaube ich, was hier drin ist. Oh. Die reden immer, ne? Die brauchen, glaube ich, ein deftiges Mal nach der ganzen Kletteraktion hier. Ey, die Decke hier ist niedrig. Pass auf dein Au. Ja, ich pass auf meinen Au. Echt jetzt? Hier lang. Ja, vielleicht hier durch? Oh Gott, Fledermäuse. Ratten. Eine Ratte. Ich sehe ein Licht. Rattenjagen. Der Rattenfänger von Hameln. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Mm-hmm.
Hey, warte. Hör mal. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine. Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Er ist immer der Angestrengte. Ja, Ma'am. Der Rafe. Celebration Generation. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten. Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte? Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Es wurde Psycho. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Er braucht ihn. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Ich finde den schon. Keine Sorge. Hey. Jetzt küssen Sie sich. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber an, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Das ist ja gedacht, Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Von welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Vielleicht haben wir denn hier auch einen Schatz. Da läuft doch was. Untersuchen. Zinnkästchen. Komm rüber, ja, du musst wieder klettern. Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Der steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Hm.
Kommt man da irgendwie rein? Nö. Wie komme ich da rein? Da hinten ist ein Pfad. Ja, aber wie soll ich da hoch? Das ist genau hier ausgespart, ne? Jawohl. Jetzt hier lang. Oh, und die Kiste noch rausholen. Warte. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann. Red den! Ich finde die doch einfach nur gerade darauf. Und das hätte er jetzt mit einer Räuberleiter nicht klären können. Das ist doch höher als die Kiste, der Typ. Alter. Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Entschuldigung, ich muss mich am Kopf kratzen. Also das ist viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Ein schickes Versteck für die 400 Millionen Scheine. Und da ist auch schon wieder so eine Kiste. Kann man nicht von hier aus darüber? Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Schon tief gehen. Also ist er darüber. Okay. Oh, okay. Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Geschafft. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Nein! Wird schon tief gehen. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Ich glaube, ich muss die bis ganz ans Ende schieben.
Brücken sind eh nur Übergangslösung. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. Okay. Das hätten wir schon mal geschafft. Hier geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter? Hier lang. Hier. Voll das Labyrinth eigentlich, aber irgendwie auch voll die ganze Zeit so linear irgendwie, ne? Also, wenn ich alles auseinanderfallen würde, sitzen wir wohl wieder fest. Nathan, zieh dich um. Heilige Scheiße. Das war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, der Test heißt jetzt wohl. Wie zum Teufel kommen wir rüber? Ja, ich sehe, wir müssen leider Ende machen. Erstmal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der Folge 9 von Uncharted 4 Let's Play mit Adob auf Adob Music. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche erstmal eine frohe Zeit und nochmals alles Gute. Bis bald.